Raus damit! Und jetzt schnell weg, Marvin, Junge! Oh mein Gott! Digga, der ist mit dem Ferrari weggefahren! Ey, es geht los, Marvin! Oh mein Gott! Das Tattoo wurde Babs gestochen! Ey, Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal! Ja, Freunde, heute haben wir Special Guest dabei, und zwar den... Moin, moin, was geht, Leute? Alle Hashtag Team Burger Pop ist in die Kommentare! Den Lukas! Lukas, heute mal was richtig krass, und zwar, wenn ich du wäre, ja? Ja, okay. Sehr, sehr nice Format, kennt ihr ja, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da, kostenlos Abo. Lukas, ich werde sagen, wir quatschen gar nicht lange. Du darfst mir dann erstmal schon mal die erste Aufgabe stellen. Wir sind ja hier vor unserem Lieblingsrestaurant. McDonald's, ja, Mann, geht so jederzeit. Ey Marvin, wir sind ja auf jeden Fall immer Ehrenmänner zu McDonald's gewesen, ne? Und ja, bei Burger Pommes Rock. Genau, wir haben immer ehrenhafte Sachen gemacht. Heute musst du was bisschen Unehrenhaftes mal machen. Was denn? Und zwar, es gibt einen Geheimtrick bei McDonald's. Leute, macht das nicht nach, ne? Also der Chef kennt uns ja. Ja. Deswegen dürfen ein paar Sachen, die sonst vielleicht nicht erlaubt sind. Genau. Aber macht das nicht nach, denn Marvin, kennst du so die Happy Meal Happy Meal Stände, sag ich jetzt mal hier, ne? Zum Beispiel. Ja. Und eine Aufgabe ist es jetzt, ich muss ein bisschen leiser reden. Ja. Dass du es gleich aufmachst und diese zwei Special Dinger da einfach rausnimmst und wegrennst. Oh mein Gott. Also das ist schon heftig, ne? Ja, ich hab Schiss. Ey, ich krieg Ärger. Und Marvin, ich will ja auch nicht hier der Böse sein, ne? Ja. Deswegen, ich begebe mich mal nach draußen, ne? Und du kannst das mal hier selbst machen. Ich dachte, du hältst hier Schmiere. Nein, Bro, was ist das denn für eine Aufgabe? Dann krieg ich doch den Ärger, wenn du weg bist. Ja, aber kannst du ja mal die Reaction von denen filmen. Weißt du was, ich setz mich da einfach hin, ich bin einfach Gast. Okay. Machen wir so, ne? Let's go. Okay, Leute, ich mach das jetzt hier. Oh mein Gott, Marvin zieht durch, Leute. Oh, geht das überhaupt auf? Oh, hier. Oh mein Gott, er hat's aufbekommen, Digga. Mich gucken die hier nicht. Alter, hier sind auch noch zwei. Let's go, schon jetzt mit, Leute. Let's go. Das jetzt mal mit. Ich hau jetzt ab hier. Digga, oh mein Gott. Ey, der guckt schon total auffällig. Ich hau jetzt ab hier. Ey, ich hab durchgezogen. Let's go, Leute. Neues Spielzeug. Okay, Leute, er hat auf jeden Fall bestanden. Natürlich machen wir es jetzt zurück. Keine Sorge. So, Lukas, wir sind ja beim Automobilzentrum Rhein-Neckar. Kommt ihr gerne vorbei. Und wenn ich du wäre, ne? Ja. Weißt du, was ich jetzt machen würde? Was denn? Erstmal ein Auto klauen. Ey, Bro, wir haben letztens schon richtig Probleme bekommen deswegen. Ey, eigentlich haben wir ja auch Hausverbot noch aktuell. Aber wir machen, ziehst du durch? Bro, was? Welches denn? Lass mal kurz gucken. Komm, wir gehen da erstmal rein. Von hier, ne? Nee, wenn schon drinne. Ey, Bro, nicht von drin rausfahren. Das kriegt doch jeder hier mit. Ja, und? Bro, lass mal kurz gucken, ob hier jemand guckt gerade. Moin! Ey, was denn? Du musst doch durchziehen, nicht ich. Digga. Alter, schau dir mal diese Autos an. Boah, was ist das denn? Alter, Digga, der Oh mein Gott. Alter, ist der krank, Bro. Wow. Alter. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie Oh, Alter, wie das Auto findet. Richtig krass. Ey, und zwar, ich habe eine Idee. Du brauchst eine harte Aufgabe. Ey, was? Klau mal den hier. Digga, ich hasse dich, Marvin. Ey, aber richtig wegfahren, ne? Und nicht mehr wiederkommen. Ja, ich war richtig weg. Ey, ich gehe erstmal in Sicherheit, ne? Alter, Leute. Stopp's nicht. Oh, jetzt gibt's richtig Ärger. Oh. Leute, Lukas kriegt richtig Ärger. Ja, und jetzt fahr weg. Komm, jetzt fahr weg. Alter, Leute, Lukas zieht durch. Der haut jetzt ab mit dem Auto. Oh mein Gott, der klaut jetzt den Ferrari. Oh Leute, jetzt gibt's richtig Ärger. Oh, ich hau mal schnell ab. Alter, Leute, Lukas haut ab. Oh mein Gott, Digga, der ist mit dem Ferrari weggefahren. No way, Leute, Lukas fährt jetzt richtig weg. Alter, Leute, Lukas kriegt jetzt richtig Ärger. Die haben das Tor abgesperrt. Das gibt jetzt richtig Ärger. Oh mein Gott. Junge, die holen jetzt den Sicherheitsdienst. Jetzt gibt's richtig Ärger. So, Marvin. Ja? Digga, ich muss ja gerade richtig übertreiben. Ich habe richtig Probleme gerade bekommen wegen dem Ferrari. Ja. Das ist bei Schmitz Toys. Ey, wir haben Hausverbot, Omid, ne? Ja. Schreib mal Free Lukas und Free Marvin in die Kommentare. Und Omid, lass uns wieder rein. Ja, bitte, Omid. Und Marvin, ich habe auf jeden Fall jetzt was richtig Krasses für dich vor. Ja, was denn? Wir gehen jetzt hinten zu diesen Fahrrädern, hier, die wir Schmitz Toys haben, ne? Und du wirst jetzt gleich hier ein Fahrrad klauen. Was? Ja, du wirst einfach aufs Fahrrad einfach rausfahren aus dem Laden. Nee. Und, ey, damit es nicht so schwer ist. Ey, Lukas. Guck mal, wir haben ja hier so. Guck mal, so eine Spider-Man-Maske. Ja. Ey, zieh mal diese einfach dabei auf, die Spider-Man-Maske, weißt du? Oh, ja, und dann. Problem, aber dann ist mehr so undercover, ne? Let's go, Digga, wie sieht's aus? Naja, ist fett, krass. Ne? Ja, mach ich gleich erstmal. So, Lukas, der ist jetzt hier bei den Fahrrädern. Ja. Was soll ich jetzt hier? Ich würde sagen, Marvin, boah, guck mal hier, das mit Spider-Man, Digga. Das ist richtig geil, ne? Guck mal, das passt doch perfekt zur Maske. Alter, ja. Ich würde sagen, setz dich mal da drauf und fährst du mal hier aus dem Laden. Oh, das kann ich nicht machen.
Doch, Bro. Warte mal. Mach lieber jetzt schon Maske, dass du undercover bist, weißt du? Warte mal, kann, du musst den Sitz wanzen. Kann man die mal rüber machen? Nee, Bro, der ist so tief. Wie so ein BMX kannst du das fahren, weißt du? Ich sag dir ehrlich, wir müssen das dann aber auch gleich noch alles bezahlen wieder. Ja. So, Lukas, ich bin jetzt bereit. Ja, so Marvin, jetzt zieh mal durch hier. Ja, mach ich. Ey, da sind die nicht weniger. Okay. Alter, let's go. Boah, Alter, Bro, man kann kaum fahren damit. Okay. Boah. Alter, Lukas, ich hab ein bisschen Angst. Ja, Digga, wie das aussieht. Wie sieht's aus, Alter? Ey, man weiß gar nicht, wer du bist auf jeden Fall, ne? Echt nicht? Nee. Wirklich nicht? Also ich würde jetzt echt nicht wissen, wer du bist. Junge. Wow. Digga, let's go. Da ist sogar eine Mitarbeiterin. Pass einfach an der vorbei, weißt du? In Ausgang. Mach das auf gar keinen Fall nach, Leute. So, Marvin, zieh durch. Lukas, was ist denn das Platz? Ja, keine Ahnung, Marvin, du wirst es sehen, ne? So. Und raus damit! Let's go! Junge! Oh mein Gott, und jetzt schnell weg, Marvin, Junge! Yeah. Oh. Let's go! Ey, du hast krass durchgezogen, ne? Ja. Richtig heftig, Marvin, ey. Ja, ich würde sagen, lass mal weiter, ne? Ja. Das war krass. Ey, aber wir müssen das jetzt auch erstmal bezahlen. Ja, ja, logisch. Leute, wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, wir haben natürlich erstmal das Fahrrad und alles bezahlt. Wir sind genau, im Kassenbon. 174 Euro. Keine Sorge, wir klauen nichts hier. Ja. So, Lukas. Ja. Es sind ja noch einige Leute. Und weißt du, was ich jetzt für eine Aufgabe für dich habe? Was denn? Ey, du gehst gleich mal dahinter, mach mal eine Durchsage hier durch den Laden einfach. Alles okay? Was? Ziehst du durch? Digga, was soll ich denn sagen? Ja, Burgerpommes auf die Einzelne, weißt du, machst du? Ja, okay, okay. Let's go. Ey, Lukas. Ja. Weißt du, was wir jetzt hier noch machen hier im Laden? Ist noch einiges los. Ja, was? Ja, du drehst jetzt erstmal, machst den Burger-Pommes-Song mit einer Musikbox an. Burger-Pommes auf die Eins. Ich hab schon mal Bock drauf, Digga. Machst du? Ziehst du durch? Ja, man muss die richtig hören, ne? Ich sag dir ehrlich, Chris, richtig Ärger hier, glaub mir. Ja, egal, Mann. Ja, okay, Bro, wo sind die Musikboxen hier? Ja, okay, lass mal hängen, ne? Let's go. Let's go, Mann. Burger Pommes auf die Eins, fuck die Pommes. Ey, Leute, Alter. Burger Pommes auf die Eins. Wenn die mal Labo sehen, wissen sie Bescheid. Oh, yeah. Okay, Lukas, reicht mal aus hier. Ey, du hast. Digga. Reicht jetzt aber auch. Ja. Ey, weil das war echt gut. Du hast durchgezogen. War gut, ne? Komm, lass mal weiter. Lass mal weiter schnell. So, Lukas. Ey, ich mach freu mich. Ich will dich sehen. Burger Pommes auf die Eins. Komm, lass mich gehen. Komm, lass abholen. Ja, sorry, tut uns leid. So, Marvin. Ja, was, Lukas? Ja, wenn ich du wäre, ne? Würde ich mir jetzt mal erstmal hier fette Nägel machen lassen. Pink oder so wieder. Digga. Ja, hattest du das schon mal. Es war doch, ich fand mir, also mir hat's gefallen so. Du bist ein richtiger Penner. Viel Spaß. Zieh durch. Ja, let's go. Nice, Mann. Ja, welche Farbe nehme ich? Ja, pink. Pink. Wow. Pink, ja. Hast du Bock? Nee. Ja, ich aber. Welche Farbe soll ich nehmen? Die. Die? Ja. Ich hasse dich dafür über alles, so, Bro. Das wird gut aussehen. Muss ich eine Hand oder beide? Mach eine. Okay, dann nur rechts machen wir hier. Ich würde jetzt erstmal hier so ein bisschen aufgeraubt haben, ne? Ja. Und dann geht's gleich los mit den Nägeln. Ja, Lukas. So, Leute, jetzt kommen hier die Nägel drauf. Boah, ey. Boah, sehr nice, zeig mal. Boah, das jetzt kriegst du auf jeden Finger, ne? Ja. So, Leute, Finger Nummer 4, Marvin. Ja. Hat's nicht Spock, sag ich dir. Krieg gleich einen fünften sogar noch. Ja. Digga, wie soll ich denn so etwas bedienen? Ja, Handy, ne? So ein bisschen schwer musst du so mit der Seite so vom Finger das machen. Lukas. So, Marvin, jetzt werden die, ja, schön pink. Ihr seht's, Leute. Bisschen 24-Tim-Style, ne? Ja. Oh, richtig gut, ey. Oh, Leute, jetzt wird jeder Finger erstmal hier schön pink, Marvin. Oh mein Gott. Digga, so, Leute, der letzte Finger. Soll ich denn jetzt so rumlaufen? Bro, ehrlich. Guck's mal an. Okay. Oh mein Gott. Ey. Boah, Marvin. Ey, zeig mal so, weißt du? Wie geht das denn? Das läuft doch noch alles weg hier. Okay. Alter, ey. Ey, das ist ehrlich stark. Das, Bro. Das ist krass, Marvin. Nee. Doch, ich finde das richtig das gut. Das aussieht, ey. Ja, okay, ja. Lukas, jetzt lass mal gehen. Lass mal weiter, ne? So, Lukas. Digga. So, zeig mal. Soll ich dazu machen? Bro, ja, ehrlich. Marvin, ne? Okay, ich weiß nicht. Dann lass jetzt mal weitergehen. Lass jetzt mal weiter. Let's go, ja, Leute. Guck das mal an. So, Marvin. Ja, was denn, Lukas? Und zwar als nächstes müsst ihr zu einem ganz bestimmten Ort und zwar zu einem Tattoo-Studio. Nein, ich mach das nicht. Doch. Was? Ja, Bro, jetzt. Ne? Digga, du hast ein Auto geklaut, mehr nicht. Ja, was heißt mehr nicht, Digga? Ey, Marvin. Weißt du, wir gehen jetzt einfach mal hin.
lass dich erstmal überraschen, dann gucken wir mal. Ja, okay. So, Marvin. Was ist denn, Lukas? Also, ich sag mal so, ne? Du bist doch richtiger Burger-Pommes-Bruder, ne? Immer. Wir sind jetzt hier zu einer ganz bestimmten Location hin. Digga. Und zwar zu Truly Yours Tattoo in Mannheim, Leute. Ihr seht es mal hier eingeblendet. Kommt gerne mal hier vorbei. Seht auch mal Instagram eingeblendet. Und Marvin? Ja? Du kriegst jetzt ein neues Tattoo. Nein. Doch. Bro. Was? Ey, komm. Ja, Bro. Das Motiv wird dir bestimmt gefallen, Marvin. Okay. Ich würde sagen, let's go, komm mal hier rein. Ja. Boah, Alter, schau dich jetzt erstmal hier um, Junge. Oh mein Gott, Digga. Ey, Lukas, ich hab keinen Bock, du weißt das. Was denn? Nee. Bro, guck mal, du hast doch schon hier Tattoo auf der, weißt du, auf dem Nacken. Ja. Du kriegst jetzt ein neues Tattoo. Ey, ich will nicht mehr. Jo, jetzt komm erstmal mit, guck dir das mal an hier. So, und Marvin, ich würde sagen, boah, guck dir mal hier diese, Digga, diese Motive an und so weiter. Oh mein Gott. Aber ich würde sagen, du bekommst ein noch viel besseres Motiv. Und was zwar denn? Unser Burger-Pommes-Logo! Oh. Ja, Marvin. Wow. Du kriegst, kannst dir aussuchen, wohin. Kriegst du Burger-Pommes tätowiert. Ey, weil Burger-Pommes auf die Eins. Machen wir das Logo von der Handyhülle? Ja, ja. Das OG-Logo. Dann. Ja, okay, machen wir. Ich zieh durch. Ziehst du durch? Oh, okay, ich mach. Hier? Hier so hin. Ja, okay, let's go. Lass machen. Oh mein Gott. Let's go. Lass einen fetten Like dafür da, Leute. Let's go. So, Leute. Ich will jetzt gerade das abfotografieren. Das wird sein. Oh mein Gott, Lukas, ey, was hast du nur getan? Ja, ja. Wow. So, Marvin. Boah, ich hab gar keinen Bock, Alter. Der macht das ganze Motiv fertig. Ja, gleich bist du dran. Man hört schon ein bisschen Leute. Hinten wird gerade tätowiert. Oh mein Gott. So, Marvin. Ja. Los geht's, ne? Boah, schau mal, der hat hier alles so richtig krass gemacht. Boah, jetzt geht's richtig los. Einfach das Burger-Pommes-Tattoo jetzt. Boah, richtig fett. So, erstmal hier das Fell weg. Ja. Alles desinfiziert und so. Oh, Leute. Boah, Mann, sag ehrlich, bist du aufgeregt, oder? Hast du Angst? Ja. Ja? Ey, das ist schon echt krass, muss man sagen. Okay. Da kommt die Markierung hin. Wofür ist das gut? Ich weiß es nicht. Boah, Marvin, jetzt kommt's drauf erstmal. Dann wird das gleich gestochen, ne? Ja. Boah, das ist richtig krass. No joke. Einfach Burger-Pommes, ey. Einfach Burger-Pommes. Alter, Leute, neues Burger-Pommes-Tattoo. Oh, was sagst du? Richtig krass. Ey, ist ne? Richtig krass. Bro. Okay, Marvin, jetzt wird hier gerade die Maschine gebaut, ne? Hast du mal nachgestochen hier, ne? Alter, das ist schon echt großer Schritt, Marvin, ja, sag ich. Ja, ich hör's dir. Großer aber Schritt für die Burger-Pommes-Ehre. Richtiger Burger-Pommes-Bruder, ne? Ja, dann auf jeden Fall, ey. Ja. Mega. Wow. Oh mein Gott. Oh. Es geht los, Marvin. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Marvin, Gott. Das Tattoo wurde fertig gestochen. Oh Junge, es hat so lange gedauert, Bro. Alter. Oh mein Gott. Es ist schon dunkel draußen. Ich würde sagen, Marvin, kriegst jetzt auf jeden Fall hier deine Frischhaltefolie drum, ne? Oh mein Gott. Hat's wehgetan? Ja. Okay, Marvin. Ja, jetzt muss noch die Folie darüber gemacht werden, Bro. Das ist auf jeden Fall richtig krass. Alter, ey. Oh mein Gott. Das ist stark. Ich sag ehrlich, Marvin, das ist ultra krass. Ja. Auf jeden Fall sehr stark, Marvin. Glückwunsch zu deinem neuen Tattoo, ne? Danke, Bro. Alter, jetzt musst du erstmal ein paar Tage dranbleiben. Ey, lasst einen Daumen nach oben da, kostenloses Abo. Ey, Lukas, ich bin komplett fertig. Ja, glaube ich dir mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.